Ich bin Opfer eines Wohnungsbrands. Notruf Feuerwehr Rettungsdienst. In welcher Stadt ist der Notfall? In Lüdenscheid. Die Straße in Lüdenscheid? In dem Buch 11. Ich kriege kaum noch Luft. Und ich habe wahnsinnige Angst. Meine Schwester liegt bewusstlos neben mir. Ich möchte, dass man uns hilft. Ich möchte noch weiterleben. Die Leute stehen um unser brennendes Haus herum. Sie glotzen mich an. Warum hilft uns niemand? Ich stehe hier und spüre, wie ich immer schwächer werde. Ich höre, wie ein Martinshorn ankommt. Endlich! Aber ihr steht dicht gedrängt und lasst die Helfer nicht durch. Ist euer Selfie mein Leben wert? Wer wohnt hier? Wer kann mir was sagen? Mein Leben. Während meine Kameradinnen und Kameraden in ein brennendes Haus rennen, um Familien zu retten, habt ihr nichts Besseres zu tun, als uns im Weg zu stehen und Fotos zu machen? Wie erklärst du später deinen Kindern, dass du ein Menschenleben auf dem Gewissen hast, nur weil du nicht schnell genug zur Arbeit kommen konntest und deswegen die Rettungsgasse blockiert hast und für den Säugling im Auto vor uns die Ehehilfe zu spät kam? Während wir dich schwer verletzt nach einer Prügelei auf einer Party ins Krankenhaus fahren, hast du nichts Besseres zu tun, als uns zu bespucken und körperlich anzugreifen? Während meine Kollegen und ich nach einem Verkehrsunfall mit aller Kraft versuchen, Menschenleben zu retten, habt ihr nichts Besseres zu tun, als Videos von den Unfallopfern zu machen, um in den sozialen Netzwerken mehr Likes zu bekommen. Während meine Kolleginnen und Kollegen tagtäglich für deine Sicherheit sorgen und sich dafür sogar in Lebensgefahr begeben, hast du nichts Besseres zu tun, als uns mit Flaschen und Steinen zu bewerfen oder die Reifen unserer Streifenwagen zu zerstechen. Während du gaffst, retten sie Leben. Während du Fotos machst, stehen sie für unsere Gesellschaft ein. Während du im Weg stehst und störst, tun sie alles, damit andere sicher leben können. Menschen, die anderen Menschen in Not helfen, haben unser aller Respekt verdient. Dafür setzt sich der Verein Soko Respekt ein. Behindere keine Einsatzkräfte.
mehr Respekt.